Guten Tag, Leute, hier spricht wieder euer Peter Gimso. Nächstes Spiel gegen die Kölner, Leute. Willkommen zur Also, mal gucken, wie Pressekonferenz. das Spiel Wir gegen die sind nun Kölner bereit wird. für Ihre Fragen. Wir wissen, es wird schwer, oben mitzuspielen, Leute, aber wir haben vielleicht die Taktik gefunden, die es vielleicht die klappen könnte, Leute. Wir werden einfach unser Bestes weitergeben, immer weiter versuchen wir. Genau, einfach unser Spiel, so wie gegen die Wölfe, einfach unser Spiel machen. Einfach unser. Wir hoffen, dass wir heute gewinnen. Wir werden sehen, ob wir es schaffen. Die Mannschaft ist gut, sie kann spielen. Man hat es ja gegen die Frankfurter 8 gesehen, gegen Augsburg hat man es gesehen, Die gegen Pressekonferenz ist gegen die damit Wölfe beendet. hat man es Bis zum gesehen. nächsten Wir Mal. haben gesehen, die Mannschaft kann spielen. Sie weiß, sie ist eine gute Mannschaft. Man muss einfach nur eins sein, ein Gu, einfach es hin. Wir haben die Mannschaft, wir können es schaffen, Leute. Wir müssen nur an uns glauben und weiter an die Taktik feilen, Leute. Immer an die Taktik weiter feilen. Und dann haben wir vielleicht eine kleine Mini eine Chance hier weit zu kommen, ne? Doch. Vielleicht doch noch ein bisschen weiterzukommen, Leute. Und man will wissen, man weiß, es kann, ist noch lang, Leute. Wir haben noch eine Chance, nach oben zu kommen. Wir haben noch eine Chance, ein bisschen weiter nach oben zu kommen, Leute. Und vielleicht doch uns noch irgendwie oben ranzuroppen, Leute. Es ist nicht möglich, ist alles, Leute. Man muss nur an und. Man muss nur glauben, Leute, man muss nur glauben, dass wir eine Chance haben, vielleicht doch noch mal ein bisschen hochzukommen, Leute. Uns in den Top, in dem ersten Drittel, im oberen, wenn man nicht weit oben in dem unteren Feld bleiben, okay. Wenn man nicht oben um die Meisterschaft nicht kämpfen kann, okay, kann passieren. Auch wenn wir nicht um die Meisterschaft mehr kämpfen. Wir kämpfen, um oben zu spielen in der Liga. Wir wollen oben dabei sein. Wir wollen oben mit den anderen Teams mitspielen. Das ist unser Ziel, Leute. Wir wollen oben in oben mitspielen. Nicht in der Abstiegskämpfe kämpfen, das ist unser Ziel. Das ist das erste Ziel ist, nicht abzusteigen. Das zweite Ziel ist dann halt es vielleicht irgendwie zu schaffen. Und es irgendwie zu schaffen mit der Mannschaft, Leute. Es vielleicht hinzukriegen, mit der Mannschaft Top-Spiele zu kriegen, Leute. Vielleicht haben wir einfach drauf losspielen. Und vielleicht haben wir eine Chance mit der Mannschaft. Die Mannschaft, ja, wie gesagt, Leute, die Mannschaft ist nicht. Die ist nicht nur. Schlechte Mannschaft, muss man sagen. Die Mannschaft ist nicht schlecht, Leute. Die Mannschaft ist nicht schlecht. Die Mannschaft ist ja nicht schlecht, aber. Wie gesagt, die Mannschaft ist nicht schlecht.
hat ihre Anfangsschwierigkeiten, Kartenleute. Boah, Mann, Alter, bitte, Alter, Leute. Junge, Mann, das war bitter, Leute. Aber es war auch gut gespielt von Ud. Weil der Tormann rausging. Der Tormann ging halt raus, Leute. Und das war... Ah, ich wollte runter auf Simon passen, aber dann ist der leider zu einer zu schnell kommen. Warum haben wir den Ball nicht rausgekickt, Alter, Leute? Oh Mann, das ist immer noch der große Fehler, was wir machen, Leute. So. Warum schießt man einmal in den Ball ein, da in die Pampa, Leute? Das ist so das Ding, warum schießt man den Ball nicht einfach in die Pampa, Leute? Warum schießt man den Ball nicht einfach in die Pampa, Alter, und laufen doch in die Mitte? Oh, Mann, Alter. Junge, fast dran und dann kam aber noch. Hat er die Hand noch dran gehabt, Leute? Hat er die Hand noch dran? Hat er noch die Hand dran gehabt, Leute? Boah! Die Mannschaft ist so gut drauf, Leute. Die Mannschaft ist offensiv so gut drauf, Leute. So gut. Die Mannschaft ist so gut drauf.
Ah, Mann. Oh, ja. Ah, die Abfangbälle sind. Oh ja, war doch gar nicht, Schiri, das war doch gar nichts. Ah, war doch überhaupt nichts, Leute, das war überhaupt nichts. Mann, die Mannschaft macht alles vorne, spielt sich vorne, aber die kriegt die Defensive. Wir kriegen einfach die Defensive nicht dicht. Wir kriegen die Defensive einfach nicht dicht. Weil ich muss mal wirklich ein bisschen auf Defensive ein paar gut. Aber wir haben ja schon gute Spieler, vielleicht. Vielleicht doch den einen noch zu holen. Wo? Aus Leipzig nächste Saison in der Sommerpause vielleicht auch. Vielleicht doch ihn zu holen, weil der war wirklich mega. Oh, la Grimaldi. Oh, nicht durchkommen, alle, wenn der Ball. Wenn wir da durchkommen wären, das war eine gute. Eckball, Leute, ruhig bleiben. Das Spiel ist noch nicht entschieden, fragt Köln. Oh Mann, nein. Oh Mann, warum? Ja, die Pässe versuchen wir immer weiter zu. Versuchen wir immer weiter zu machen, das so. Immer weiter zu machen, Leute. Die Bälle müssen wir weiter versuchen hinzukriegen, Leute. Weiter die dran zu kriegen, immer dran, weiter dran, pushen. Immer weiter dran gehen, Leute. Aber es ist so ein schweres, so schweres Spiel, Leute. Die Mann. Na, Bellingham. Ah, auf Bellingham, ja, ist zurzeit nicht so in der Leistung. Ne? Bellingham ist zurzeit nicht so. Gut.
Es ist nicht im Groove drin. Wieder nicht durchkommen. Wir können, wir ackern, wir versuchen in die Flü durch die auf die gegen Köln müssen wir gewinnen. Müssen wir gewinnen eigentlich in die Kölner. Boah, Junge. Den können müssen wir. Aber die Pässe wurden einfach. Man muss aber auch sagen, Leute, im Sturmhammer in letzter Zeit auch viel Pech, Leute, viel Pech im Mittelfeld. Im Mittelfeld haben wir aber auch viel Pech zur Zeit, Leute. Müssen wir auch so hart sein, im Mittelfeld haben wir. Wenn auch so viel Pech im Angriff, am im Mittel im Angriff. Junge, jetzt muss nachsagen. So viel Pech, was die Mannschaft hat. Aber schöner wäre es, wenn man genau auf dem auf Mann Schießpass flanken kann. Boah, man rutscht da aus. Jetzt ist es nicht. Boah, wieder nicht. Ein paar zu ungenau gespielt. Gegen Köln muss der Alarm. Jetzt wird es aber wirklich ein Krampfspiel, Leute. Jetzt wird es aber auch langsam ein Krampfspiel. Alla die Pe ich weiß nicht, was seltsam finde von. Die Pöpfen sind manchmal. Die verhungern manchmal, man drückt manchmal. Das ist so abnormal, was die Passstärke ist oder die wenn man die Passtaste oder die beiden Tasten Steilpass oder den normale macht, die verhungern manchmal, ehrlich gesagt. Manchmal ist es echt heftig. Muss man ehrlich sagen, manchmal verhungern die Pässe. Leute, ehrlich gesagt, manchmal verhungern die Pässe, ehrlich gesagt, langsam. Alter, das ist so weit. Wir kämpfen, ackern. Man sieht nicht. Auch auf dem Ergebnis sieht man immer nur nichts. Auf dem Ergebniszettel sieht man. Immer also, nicht toll, Mann, und mit. Oh, Alter, das ist.
Alter, die Bälle, die machen Torschuss und wupsen wieder und erhalten den Ball wieder. Und wieder. Oh, und wieder. Alter, die Torhüter sind echt heftig. Oh, 3-2. Schaffen wir hier noch einen Ausgleich, Leute? Boah, schaffen wir hier noch einen... So Pech... Junge, die Bälle... Alter, Mann, ich finde Fernschüsse heftig geworden hier, Leute. Die Freistöße wurden echt heftig. Muss man ehrlich sagen, die Elfmeter... Weitschüsse wurden ey. Ja, nee, ich finde die... Oh Mann, es ist wieder so ein Spiel, wo man wieder... Pech, wieder Pech hat. Aller Mann, es ist wieder so ein Spiel, wo man wieder zu viel Pech hat. Und halt leider... eigentlich einen Punkt verdient hätten, Leute. Aber wir haben wieder... der Ball hinten nicht rausgekriegt, Leute. Das war der Fehler. Und dann mal in Köln hat das eine zweite Tor geschossen. Und dann ist halt alles schief gelaufen. Oh Mann. Bitter, das ist immer, man, da denkt man, Alter, Leute. Oh, Junge, Junge, Junge. Wie es einfach nicht funktioniert zurzeit. Immer wieder für uns gekommen sind. Ja, genau, ist alles gelungen, aber am Ende hat es doch nicht genützt, Leute. Ah, wir müssen weiter lernen, Leute. Lernen, lernen, lernen. Oh Mann. Aber es mehr kämpfen, ackern, wirklich im Ernst. Ehrlich gesagt, ja, aber wir hätten halt die Tor. Genau, wir hätten hier einen Punkt verdient, Leute. Einen Punkt hätte man hier verdient, Katalin, aber Mann, es war wieder, Köln hat wieder nicht in der Defensive nicht aufgepasst, Leute. In der Defensive nicht aufgepasst. In der Defensive nicht aufgepasst. Oh, und gegen Köln hätten müssen, um halt oben dran zu bleiben oder im Mittelfeld dran zu bleiben, müssen wir gegen so Mannschaften gewinnen, gegen Köln zum Beispiel. Leute, müssen wir gewinnen. Müssen wir gewinnen. So, Leute, jetzt geht's gegen Luhmann. So Leute, jetzt müssen wir mal langsam mal Ergebnisse holen. Langsam Ergebnisse. Messi, müssen wir langsam Ergebnisse machen. Mal. So Leute, jetzt spielen wir gegen Leipzig, da bin ich mal gespannt. Schaffen wir es gegen Leipzig zu gewinnen? Das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.